Liebe Bürgerinnen und Bürger von Sachsen-Anhalt, in Kürze stehen Sie vor einer wichtigen Entscheidung bei der Landtagswahl. Ich finde, Wolf Gallert, unser Kandidat, ist ein geeigneter neuer Ministerpräsident. Aber abgesehen davon geht es sowieso um die Alternative Union oder Linke. Entweder Fortsetzung einer konservativen Politik oder ein Politikwechsel. Ein Politikwechsel für mehr soziale Gerechtigkeit, für einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, für Chancengleichheit in der Bildung, um nur einige wichtige Themen für Sachsen-Anhalt zu nennen. Aber darüber hinaus senden Sie ein Signal nach Berlin. Mit Ihrer Stimme für uns sagen Sie Nein zum Afghanistan-Krieg. Mit Ihrer Stimme für uns sagen Sie weg mit dem Niedriglohnsektor, weg mit der prekären Beschäftigung. Endlich eine soziale Grundsicherung und nicht die demütigenden und diskriminierenden Hartz-IV-Regelungen. Weg mit dem Wahlkampfgetümmel um Hartz IV. All das bringen Sie mit Ihren Stimmen zum Ausdruck. Und Sie sagen, dass Sie für Steuergerechtigkeit sind. Denn ohne Steuergerechtigkeit ist alles nicht finanzierbar. Aber mit könnten wir so viel mehr in Deutschland finanzieren. Und noch eins, die anderen Parteien ärgern sich am meisten über die Stimme für uns. Und ich finde, sie haben es verdient, sich zu ärgern. Also, wählen Sie die Linke.